Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Im Update-Video von gestern habe ich ja bereits erwähnt, dass womöglich irgendwas an WAG oder WAG.net verändert wurde, dies aber nicht im Update-Blog zu lesen ist. Nichtsdestotrotz kann Volvo das nicht komplett im Geheimen machen und Dataminer wie zum Beispiel GameFollower haben ja immer wieder ihre Finger und vor allem Augen drin und sehen, was genau bei WAG.net sich jetzt verändert hat. Und das ist folgendes. Scheiße Leute, ich muss noch ein Skin kaufen, aber wo mache ich das am besten? Oh mein Gott. Seit dem Update von gestern Nacht oder vielmehr heute Morgen haben mir bereits ein paar Leute geschrieben, dass die Spiele, die bei ihnen sonst eher auch mal einen Cheater enthalten haben, im Moment sehr clean sind. Die Vermutung, dass an WAG oder WAG.net irgendwas gebastelt wurde, liegt also nahe. Und natürlich haben die Volvinis tatsächlich auch daran geschraubt. Auf der, wie hier zu sehen, GDC von 2018 haben die Volvos erklärt, wie bei ihnen diese ganze Sache abläuft mit WAG.net, mit den Reports und so weiter und so fort. Und in ihrem Elevator-Pitch haben sie eben Folgendes aufgezeigt. WAG.net wird von Overwatch trainiert. Daraufhin schaut sich WAG.net Matches an, also live, guckt, was so passiert, wer spielt wie. Wenn dann WAG.net jemanden findet, der cheaten könnte, macht es daraus einen Case und schickt es an einen Overwatcher, also an einen Menschen. Und der guckt dann in einem ganz normalen Overwatch, wie damals bei CSGO und jetzt dann auch bald wieder in CS2, es ist ja jetzt gestern hinzugefügt worden, der Mensch schaut sich den Fall dann an und entscheidet. Und daraus lernt dann wiederum aber auch WAG.net, denn es sieht ja, oh, das, was ich gesagt habe, wurde vom Menschen bestätigt, der hatte wohl tatsächlich an. So ist das Ganze bereits eine ganze Weile gelaufen, als Overwatch noch aktiv war. Bevor WAG.net an den Start ging, ging es nur vom Spieler aus, also der Spieler hat gespielt und dann einen Report ausgestellt, weil er meint, da hat jemand an und dann läuft das Ganze einfach weiter, wie gerade eben auch erwähnt. Doch jetzt, ganz frisch, kommt ein leckeres WAG.net-Feature hinzu, das nicht nur Reports ausspricht. Und zwar kann WAG.net jetzt auch selbst in Aktion treten. WAG.net schaut sich also wie die ganze Zeit schon die Spiele an und wenn es dann jemanden sieht, der unregulär spielt, der merkwürdig spielt, der mit hoher Wahrscheinlichkeit Cheats laufen hat, dann erteilt es diesem Spieler einen Cooldown. Und das ist die Nachricht, die der Spieler dann erhält. WAG has flagged your gameplay as irregular. Damit derjenige weiß, warum er jetzt auf einmal nicht mehr spielen kann. Was noch hinzukommt und was wirklich eine sehr geile Meile ist, ist, dass seine Mates, mit denen er in einer Party war und mit ihnen reingesucht hat, dass diese Mates auch eine Auszeit bekommen. Sie bekommen dann folgenden Cooldown Explanation Reason und zwar You partied with a player whose gameplay has been flagged by WAG as irregular. Du wirst also darüber in Kenntnis gesetzt, dass du wahrscheinlich mit einem Lurch gespielt hast, was die meisten ja wohl wissen. Siehe Boosting Lobbies und so weiter und so fort. Dieser Punkt wird uns natürlich deutlich mehr Ruhe verschaffen als noch vor dem Update. Und das geht aber gleichzeitig auch nur wieder Hand in Hand mit dem Overwatch-System, denn, davon kann man zumindest ausgehen, diese Leute bekommen nicht einfach einen WAG-Bann, also keiner von denen, auch nicht der, der direkt beim Cheaten erwischt wurde. Aber diese Leute können nicht mehr weiterspielen, weil sie einen Cooldown bekommen und man kann davon ausgehen, dass in dieser Cooldown-Zeit, die dann, keine Ahnung, 24 Stunden, 48 Stunden, eine Woche oder was geht, in dieser Cooldown-Zeit wird der Fall an Overwatch weitergeleitet und dort schauen dann Menschen drüber. Und wenn die dann sagen, ha, der hat an, dann wird er gebannt. Und er konnte in dieser gesamten Zwischenzeit, bis sein Bann kam, nicht einfach weiter cheaten. Und das ist ja so ein Punkt, der die Leute absolut abgefuckt hat, denn WAG funktioniert ja schon immer so, also das normale WAG, dass es guckt, wer cheatet und sich die Leute merkt, aber sie halt weiter cheaten können die ganze Zeit, bis WAG eine Bannwelle ausrollt und die dann mit einem Schlag weghaut. Da hatten wir ja schon Banns von irgendwie 200, 300, 400, 500, 600.000 Cheatern, die dann auf einmal weggebannt waren, aber die konnten halt, bis WAG endlich mal was gemacht hat, die ganze Zeit cheaten. Jetzt ist es so, dass WAG sich die Leute merkt und die sicherlich auch auf dieselbe Liste kommen und die dann aber auch gleichzeitig nicht mehr spielen können, weil sie einen Cooldown haben. Wie stark sich der Cooldown von einem Verdächtigen zum Affiliate, also zum Teilnehmenden, der da halt mitmacht, unterscheiden wird, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass der hier deutlich länger becooldowned wird, als die, die mit dabei waren. Aber dass die auch eine auf die Finger bekommen, finde ich auf jeden Fall nice. Denn Leute, die Boosting-Lobbys benutzen, die wissentlich mit einem Cheater spielen, die haben es halt auch irgendwie nicht anders verdient. Dieser neue Punkt ist ein absoluter Banger. Ich denke, das fließt in diese Your Match Has Cancelled mit ein. Die letzten paar Wochen haben mir immer wieder Leute Bilder von ihren Spielen geschickt, die einfach mittendrin gecancelt wurden. Wahrscheinlich schon erste Versuche. Das haben viele von euch bestimmt auch mitbekommen. Manch einer hat da von einer Banwave gesprochen, aber dazu war nichts bekannt. Da waren keine Zahlen. Da hat sich auch niemand darüber beschwert, dass er gebannt wurde. Aber ich denke, man kann mittlerweile davon ausgehen, dass diese Leute genau das hier dann lesen durften. Das Match wird aufgelöst. Alle sind verwundert. Okay, gut. Scheinbar hat einer gecheatet. WAG hat jemanden gefunden. So steht es dann in dieser roten Nachricht. Und der Schuldige hat dann wahrscheinlich eben diese Meldung bekommen, du hast jetzt erstmal ein Timeout. Zu diesen Update-News von vor ungefähr 12 Stunden ist das natürlich nochmal richtig schön. Die Sahne praktisch auf dem Ding, das man gerne mit Sahne isst. Torte oder was, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig fetter Banger. Ich werde noch ein extra Video auch zum Overwatch machen, um da alle Fragen klären zu können. Zumindest die ich bereits klären kann. Und ja, das kommt dann, ich weiß nicht, ob ich es jetzt am Wochenende schaffe. Denn, ja, ist halt Familienwochenende, ist schönes Wetter. Ich bin mit Frau und Tochter dann unterwegs und weiß nicht, inwiefern ich dann Zeit habe dafür. Deswegen presse ich aber auch noch dieses Video geschwind am Freitag. Ich hoffe, das passt sogar vor dem Livestream. Denkt dran, jetzt gleich ab 20 Uhr
könnt ihr mit reinkommen und mitdaddeln. Und wer Bock hat, kann sich auch diese AK-47 Neon Revolution noch abholen im Stream. Die gibt es nämlich heute im Livestream-Giveaway. Neben noch ein paar anderen Dingen. Wir hauen immer 4 Dinge raus, also 2 Skins, ein Sticker, ein Graffiti, so ein bisschen trostpreismäßig auch, damit, ja, so viele Leute wie möglich was gewinnen können. Pro Stream halt mindestens 4 Giveaway-Gewinner. Gut, okay. Dann, ja, bis gleich, 20 Uhr Livestream. Ich ziehe jetzt ganz schnell durch und mache das Video fertig. Haut da rein. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter